Willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Und, mal wieder ein Tag vergangen und wir haben jetzt... Ich habe alle Zutaten zusammen. Genau. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Die Anleitung steht auf der Rückseite... des Rezepts, ja. Ich habe alle Gut, dann brauen wir unseren Zaubertrank. Dann haben wir nämlich alle drei Prüfungen bereits erfüllt. Dann wollen wir mal. Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Das ist gut. Okay, danke. Also los. Mhm. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Ist egal, in welche Richtung, ne? Okay, Geisterpilze sind das hier. Na? Und umrühren, 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 bis es sich grün verfärbt. So, schön langsam, immer nach rechts. So. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herumrühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Okay. Na komm. Nach links. Sollen wir mal versuchen, das falsch zu machen? Ich würde gerne mal gucken, wenn wir es jetzt mal rechts rumdrehen. Noch sind wir ja am Anfang. Ich will wissen, was passiert. Na? Da passiert ja nicht unbedingt viel, dann drehen wir doch weiter in die linke Richtung. Vielleicht geht es ja trotzdem weiter. So. Dann geben wir gleich mal eine andere Zutat hinzu. Ja. Weiter. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Okay. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Hui! Schön. Das war wohl nichts. Es ist nicht so einfach. All die Zutaten und die Farben. Versuch's einfach nochmal. Zum Glück haben wir ja genug Zutaten dabei. Im Topf köchelt das Wasser. Auf Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. So, dann rühren wir mal hier schön der Soße rum. So. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herumrühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Weiter drehen, weiter drehen. Das noch nicht. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Okay. Ein damit und warten. Warten und jetzt. Bläschen, Bläschen, Bläschen. Schnell rühren. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Hirschkäfergeweihe sind hier. Ich wurde gerade gestört, tut mir leid. In den Trank streuen. Zum dritten Mal blau wird, okay. Eins. Jetzt zählen wir schön langsam mit. Zwei. Drei. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Vier, zwei, drei. Mal gucken. Also als erstes rechts, ne? Eins, zwei, drei, vier. Eins. Ey. Das fand ich jetzt aber nicht so doll, ey. Fast. Ja. Und nochmal. Na komm. Diesmal. Im Topf köchelt das Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. So, mach mal ein bisschen flotter. Bisschen grüne Soße, so. Aufhören. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herumrühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Rosa, wir warten auf dich. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen.
Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Mhm. Das geht ja recht flott. So, und schnell rühren. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Wieder langsam zählen. Eins. Und die Nummer zwei. Und die Nummer drei. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Viermal rechts. Eins, zwei, drei, vier. Ah, eins, zwei, eins, zwei, drei. Zum Abschluss sorgt das Pfefferminz für einen frischen Geschmack. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Geht klar. Das schaffen wir ja wohl. Gelb, goldgelb, wo bist du? Komm schon, ich weiß, dass du da drin zu finden bist. Damit ist das Stärkungselixier fertig. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank. Nö, das haben wir jetzt heute nicht. Dabei? Ich hab's geschafft. Mein erster Zaubertrank. Wieso guckst du nach oben? Aber wir haben es geschafft und wir haben jetzt alles geschafft und jetzt können wir zu Meister Markus gehen und dann unsere Meisterprüfung haben. Entschuldigung, Herr Lehrer? Was gibt es? Schaut, Meister Markus, ich habe das Stärkungselixier fertig. Was? Gib mal her. Habe ich bestanden? Unglaublich, aber wahr. Hier, nimm. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Ich bin sprachlos. Du bist der erste Gnom seit Jahrzehnten, der zum Diplom-Magier ernannt wird. Und du hast die Prüfungen schneller abgelegt als jeder andere vor dir. Was ist dein Geheimnis? Mentos. Genau. Das hat weder mit Glück noch mit Vorsehung zu tun. Ich musste verdammt hart dafür schuften. Wie auch immer. So unglaublich das ist. Du hast alle drei Prüfungen bestanden. Warte mal. Magierdiplom für Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Da wird mein Bruder aber Augen machen. Mhm. Ihr Bruder? Der Erzmagier. Der Erzmagier ist Ihr Bruder? Ja, sicher. Er hat immer daran geglaubt, dass sich unser düsteres Schicksal wenden lässt. Und langsam kann auch ich wieder daran glauben. Du hast mir Hoffnung gegeben, Wilbur Wetterquarz, weißt du das? Nichts kann dich aufhalten. Das soll mir ein Vorbild sein. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, komm zurück. Du hast hier einen Freund. Das ist aber schön. Nun geh schon. Du hast lang genug gewartet. Gib meinem Bruder, was du ihm geben willst. Sehr schön. Jetzt sind wir Magier. Offiziell. Mal gucken, was jetzt unsere Stadtwache dazu sagt. Psst, Wilbur. Oh. Hallo, Herr König, guck mal. Ich bin Diplom-Magier. Ich habe dir doch gesagt, dass du es schaffen wirst. Wir sind alle so stolz auf dich. Danke. Unsere Arbeit hier ist getan. Wir sind alle wohlgenährt. Ich denke, jetzt heißt es Abschied nehmen. Ihr wollt raus aufs Land. So ist es. Aber wenn du willst, kannst du uns ja besuchen kommen. Meister Wilbur Wetterquarz wird bei uns Ratten immer willkommen sein. Auf Wiedersehen, Wilbur. Bis bald. Die Kanalisation. Komm, wir betreten die mal. Wahrscheinlich. Der König der Diebe und die anderen Ratten sind fort. Dort kann ich keine Hilfe mehr erwarten. Gut, dann gehen wir jetzt mal da hoch und mal gucken, was die Schildwache oder Stadtwache dazu sagt. Schließlich sind wir da ja noch eigentlich Gyron, Threepwood oder wie auch immer wir uns genannt haben. Und da steht Wilbur drauf. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Gyron, was willst du? Nun. Schauen Sie sich das mal an. Sie dürfen mich ab sofort Meister Wetterquarz nennen. Und ich will sofort den Erzmagier sehen. Wetterquarz? Wieso Wetterquarz? Das ist mein Magiername. Meister Wilbur Wetterquarz.
Nun öffne mir endlich das Tor. Ich will den Erzmagier sprechen. Dann machen wir es halt selber. Komm schon, geh rein. Nun, was gibt's? Warum trägt dieser Gnome Magierkleidung? Euer Ehren, dies ist Meister Wilbur Wetterquarz. Ein Diplom-Magier und damit Mitglied eures Ordens. Unfug. Ich kenne alle Magier in diesem Land. Aber es stimmt. Ich habe heute mein Diplom bei eurem Bruder gemacht, Meister Markus. Ich halte das für ausgeschlossen. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Hinfort, Gnome! Aber ich soll euch etwas geben. Einen Ring. Einen Ring? Von wem? Von einem Gremlin. Er stürzte mir gestern im Weißkammgebirge vor die Füße. Er gab mir diesen Ring und sagte, der könne den Krieg entscheiden. Meister Gläser, ich wende mich in ebenso großer Eile wie Furcht an euch. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unser aller Schicksal... Ich weiß, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet. Ihr kennt natürlich die Geschichten, euer Durchlaucht. Ein legendäres Artefakt von der Göttin des Schicksals und der Vorhersehung persönlich erschaffen. Ein außerordentlich kostbares und gefährliches Ding. Denn seinem Träger ist das Glück hold. Alles, was er versucht, wird ihm gelingen. Alles, was er begehrt, wird er erhalten. Sein Schicksal wird sich immer und zu jeder Zeit zum Guten wenden. Eine wahrhaft fürchterliche Macht. Eine göttliche Macht. Denkt nur, sie würde dem Feind in die Hände fallen. Ich habe herausgefunden, dass das Artefakt auf einer kleinen Insel namens Sordia in einem Tempel versteckt ist. Ihr müsst es finden und sichern. Ihr müsst! Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das war er. Das war der Gremlin, der von diesen finsteren Typen auf dem Drachen fortgebracht wurde. Schatten? Die Schattenarmee hat diesen Gremlin gefangen genommen? Sir, wir müssen sofort alles und jeden zu dieser Insel schicken. Jedes Schiff, jeden Greif, jeden... Genug. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Wir wissen nicht, welche Informationen die Schatten schon haben. Und wir dürfen sie nicht auf die richtige Spur bringen. Nein, Sir. Aber wenn sie den Gremlin haben, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis... Die Insel Sordia. Wo zum Teufel soll das sein? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Ich werde die Stadt für einige Tage verlassen. Ich muss im Archiv nachforschen. Aber in den Archiven von Seefels gibt es jede Menge... Schweigt, Wächter! Ich werde eine Gruppe vertrauenswürdiger Mitstreiter zur Insel schicken, sobald ich sie ausfindig gemacht habe. Und ihr... Ein Wort von dieser Botschaft. Nur ein einziges Wort zu wem auch immer. Und ich werde euch zu feinem Pulver zermahlen. Ist das klar? Natürlich. Klar ist das klar, Sir. Geht. Lasst mich mit dem Jungen alleine. Und lasst niemanden, ob Magier oder nicht, hier herauf. Verstanden? Verstanden, Sir. Und ihr, Meister Wetter... Dings. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Wetterquarz, Sir. Danke. Mein Opa wird mir die Geschichte kaum glauben, wenn ich sie ihm erzähle. Das dürfte so bald nicht möglich sein. Du musst hier bleiben und die Stellung halten. Ich will, dass du dich auf eine kleine Expedition vorbereitest. Du und zwei Freunde, ihr sollt das Artefakt holen, sobald ich die Insel ausfindig gemacht habe. Aber wenn es um etwas so Wichtiges geht, sollten da nicht doch lieber erfahrene Schatzsucher... Ach was, Blödsinn. Dich kennt niemand. Für den Feind existierst du nicht. Du wirst keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist unsere wichtigste Waffe in dieser Angelegenheit. Bevor der Feind überhaupt weiß, was vor sich geht, seid ihr schon längst wieder zurück. Aber ich denke... Genug geredet. Ich bin der Anführer des Ordens und erteile dir einen Befehl. Such dir zwei Freunde und warte hier auf mich. Sprich mit niemandem über die Sache. Wegtreten. Okay. Wann werdet ihr wieder zurück sein? So schnell wie möglich. Aber ein paar Tage kann es schon dauern, bis ich weiß, um welche Insel es sich handelt. Der Gremlin hat mir gesagt, in seinem Geheimkeller sei ein Buch versteckt,
das den Weg zum Aufbewahrungsort des Artefakts beschreibt. Tatsächlich? Das ist gut zu wissen. Das lief doch besser als erhofft. Ein teuflischer Plan, Munkus. Gut gemacht. Du kennst nun den Aufbewahrungsort des Artefakts. Und der echte Erzmagier wird dir noch einige Tage von der Pelle bleiben. Mutter hält ihn auf Trab. Sie hat alles aufgefahren, was sie an dunkler Magie zu bieten hat. Wenn er wiederkommt, wirst du längst das Artefakt des Schicksals in den Händen halten. Und Seefels wird brennen, genau wie jede andere Stadt der Allianz. Munk.